Ja, hi. Heute zeige ich euch mal locker eine Linux-Distribution für verschiedene ARM-basierte Computer und den PC. Welche RetroArch benutzt, was ja auch ganz gerne für den Raspberry Pi zum Einsatz kommt. Nur, dass es eben für diesen schönen Media-Receiver hier jetzt endlich mal in der finalen Version ausgebaut wurde. Das ist der WeTek OpenALEC Receiver. Das müsste die zweite Version sein, die extra mit OpenALEC ausgeliefert wurde, was mittlerweile Kodi LibreALEC ist. Und ja, ihr seht hier schon, dass ich mein PS4-Pad angeschlossen habe, mein Nunchuk. Und während hier auf dem Gerät noch Kodi installiert ist, ist Lacker und klingt nur auf der SD-Karte hier draufgepackt, inklusive ein paar Spielen, und kann auch von dieser direkt starten. Also man verändert hier gar nichts. Das ist wie bei den Live-CDs und Live-USB-Sticks. Da passiert gar nichts, wenn man das benutzt. Um weiter zu demonstrieren, starte jetzt mal das Gerät neu und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ursprünglich wollte ich den Super Nintendo Pad hier von 8bit.de nehmen. Leider braucht RetroArch ein paar Shortcuts, um wieder ins Menü zurückzukehren, wenn man mit dem Spiel fertig ist. Und die kann man aus RetroArch heraus leider nicht direkt belegen. Dazu muss man die Konfigurationsdateien am PC öffnen. Und da hatte ich jetzt auf die Schnelle keine Lust drauf, ganz ehrlich gesagt. Aber wir gucken es uns trotzdem mal an. Fernbedienung und start das Ganze neu. Gestartet ist, sieht das Ganze wie RetroArch aus. Ihr habt hier eure Menüs, wo ihr die Konsolen auswählen könnt und die Handhelds. Hier habt ihr die Möglichkeit online zu spielen gegen andere. Hier könnt ihr Musik hören, hier könnt ihr eure Einstellungen vornehmen. Das Ganze üblich eben. Ihr habt schon mal testweise ein paar Mal Gameboy-Spiele und Super Nintendo-Spiele draufgepackt. Das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Na, starten wir mal. Noch mal eine Foto. Bedient werden kann RetroArch standardmäßig mit X oder Kreis zum Bestätigen, das kann man umwechseln. Und hier läuft das Spiel bereits. Das Ganze funktioniert wunderbar. Und ja, zurück kommt man über die Home-Taste der PlayStation und kann das Ganze hier beenden. Ein anderes Spiel wäre zum Beispiel
Kirby's Dream Land 2. Das Ganze hier auch wieder. Na, seht ihr es auf jeden Fall. Und wenn wir den ganzen Spaß beenden wollen, gehen wir wieder raus. So. Dann gehen wir jetzt mal das Spiel neu starten oder das ganze Gerät neu starten, um euch zu zeigen, dass auch das funktioniert. Da ist es auch schon wieder, Cody. Wunderbar, es läuft. Gut. Dann sag ich mal, ihr habt gesehen, was ihr euch zeigen wollte, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.